Episode 2 ist in Das verrückteste Ende der Welt ohne Frage die blutigste. Da geht es ziemlich zur Sache. Man braucht da auf der einen Seite durchtrainierte Leute, die das dann durchdrucken. Die Stunts müssen ja selbst gemacht werden. Und auf der anderen Seite natürlich auch zumindest für zwei Cyborgs, die in dieser Szene auftreten, Schauspieler, die ihr Handwerk verstehen. Deshalb bin ich sehr froh. Jens Menger hat mir für Cyborg 1 zugesagt. Cyborg 2 wird dann der Raul Redberg, da kommt er noch. wir haben uns vorher kurz über das Projekt unterhalten. Ja. Weißt du nicht, No-Budget-Produktion wird sehr verrückt werden, das Ganze. Warum? Was bewegt dich dazu, bei so einem verrückten Projekt mit dabei zu sein? Gute Frage. Nein, für mich, ich habe das Drehbuch gelesen. Beim Lesen hatte ich starke, ich habe es eh schon gesagt, starke Assoziationen zum Leben des Brian beispielsweise, vom Humor her. Mir taugt das wahnsinnig, also es ist einer meiner Lieblingsfilme und es trifft absolut meinen Humornerv und ich wollte schon immer mal bei so einem Projekt dabei sein, wo es jetzt nicht darum geht, ganz feine Story zu erzählen, sondern einfach mal den Humor sprechen zu lassen und das liegt mir total, also ich freue mich sehr drauf. Ist auf jeden Fall eine Riesenauflage in Monty Python, da liegt die Latte hoch. So ist es.